ist wieder mal soweit. Unsere liebe Regierung hat den nächsten Fehler gemacht, aber das lassen wir mal kurz anstehen, obwohl ich es wahrscheinlich nicht vermeiden kann, mich jedes Mal hier, wenn ich ein Video drehe, darüber aufzuregen. Aber wir sind Athleten, wir machen Sport, wir versuchen natürlich euch dann dementsprechend wieder Heimvideos zu schicken und wir gucken auch mal, was wir hier in irgendeiner Art und Weise umsetzen können. Vielleicht kriegen wir bei unserem Amt, das dafür zuständig ist, vielleicht so ein paar Möglichkeiten, euch in irgendeiner Art und Weise trainieren zu lassen, wie auch immer das aussieht. Die Jungs waren ja schon bei der Birkenmeile echt souverän, ja, Ordnungs- und Gesundheitsamt, muss man ein großes Lob aussprechen. Die sind trotz der für alle schwierigen Lage gerade echt gut drauf und gucken, dass sie, ich sag mal, Kontenance bewahren bei der ganzen Geschichte. Also, wir versuchen jetzt mal so eine Trainingsserie für euch zusammenzustellen, dass wir für die nächsten 4 Wochen gewappnet sind, obwohl ich persönlich denke, dass es bei 4 Wochen nicht bleibt. Also schon mal danke an alle Jungs und Mädels, die uns quasi hier die Treue halten und mitziehen. Wir machen heute quasi so einen Einstiegstest, den zieht ihr zu Hause auch durch. Und das ist unsere Basis, um zu gucken, waren wir fleißig am Trainieren und wie hat sich die ganze Geschichte entwickelt. Also Nummer 1, ihr macht zu Hause für euch, macht heute eine Planke-Challenge und stoppt die ganze Geschichte. Ihr wisst, ja, Unterarmstütz und dann den Körper, wenn möglich, hochgradig parallel zu erklären. Guckt, dass ihr so lange wie möglich haltet und schreibt die Zeit ab. Und geht bitte hier nicht irgendwie ins Zelt rein oder lasst hier durchhängen, sondern guckt akkurat parallel. Und die Zeit stoppt er für euch. Okay? Dann schüttelt ihr euch ein bisschen aus bei der ganzen Geschichte und dann geht es in die Liegestütz-Challenge. Wie bei den letzten Videos auch immer schon beschrieben, akkurate Liegestütze. Ja. Das heißt, Rumpf bleibt parallel, ihr geht runter, berührt wenn möglich mit der Brust kurz den Boden und kommt wieder hoch. Und dabei bleibt der Rumpf immer schön parallel. Also nicht so hoch und nicht so hoch, sondern wirklich schön gerade. Die Mädels, muss ich wissen, es fällt mir sehr, sehr schwer. Die gehen gleich auf die Knie und da ist aber bitte genauso. Also Rumpf bleibt eine Linie und wir gehen runter. Ja, also nicht hier hoch, hoch und Ellbogen nur leicht einbeugen, sondern wirklich akkurat und runter. Wenn es nur einer wird, wird es nur einer, aber der ist dafür absolut spitzenmäßig, okay? Und dritte Übung, also Wiederholung notieren und in welcher Form ihr sie ausgeführt habt. Und die dritte Übung sind die Kniebeugen. Ihr wisst, Fersen bleiben am Boden und dann versucht ihr mit dem Oberkörper so aufrecht wie möglich zu bleiben, wenn ihr euch bewegt. Und geht bis ganz tief in die Hocke. Also mindestens die Hüfte unter die Knie kommt. Die Arme könnt ihr hinnehmen, wo ihr möchtet. Ja, den meisten hilft es hier ein bisschen vorne. Zum Ausbalancieren sozusagen. Notiert euch da auch wieder die Wiederholungszahl. Und wir bauen jetzt mal ein Trainingsprogramm, wo wir uns quasi die nächsten 4 Wochen so bei den Basics richtig gut verbessern, dass wir dann wieder einsteigen können, wenn es losgeht. Sportfrei, bleibt fit, bis gleich.